Ich erzähle euch von einem Kanal, den man mit dem Fernseher erreichen konnte. Man sagt, dass der Kanal eigentlich nicht existiert. Er war aber da, nur war kein Signal erkennbar. Das Einzige, was sichtbar war, war das typische Rauschen. Es gibt aber Leute, die den Sender trotzdem anließen. Es wurde berichtet, dass, wenn man zu lange in das Rauschen blickt, eine schwarze Gestalt im Fernseher auftaucht. Anscheinend wird das Bild für eine Millisekunde weiß und die Gestalt wird erkennbar. Was danach passiert, kann niemand genau sagen. Man hatte es mit einer Kamera aufgenommen, aber nachdem die Gestalt erkennbar wurde, fehlte der Rest des Filmes. Es taucht dann stattdessen auch ein Rauschen auf, was zu erwarten war. Menschen, die die Gestalt angeschaut haben, wurden nach wenigen Wochen als tot gemeldet. Es wurde nie gemeldet, wie sie gestorben sind. Ihre Körper haben anscheinend einfach aufgehört zu funktionieren. Man holt sich eine Testperson, diese berichtete von Atemproblemen. Die Person kann ebenfalls nicht berichten, was mit der Gestalt passiert, nachdem sie sichtbar wird. Die Person flehte uns an, diese so schmerzhaft wie möglich zu töten. Wir mussten sie aber in die Gummizelle sperren. Sie hatte eine Zwangsjacke an, damit sie sich nicht verletzen konnte. Wir gaben ihr genug zu essen und zu trinken. Trotzdem verstarb die Person nach wenigen Tagen ohne Grund. Selbst die besten Ärzte konnten nicht erklären, wieso. Es vergingen mehrere Monate. Normalerweise schalteten die Menschen den Sender nicht ein. Es gab aber Teenager, die Mutproben veranstalteten. Diese verstarben genauso wie die anderen Opfer. Nach diesen vergangenen Monaten verschwand der Sender auf mysteriöse Art und Weise. Wir produzierten ein GIF-Bild, das darstellt, wie es auf der Kamera aussah.